So, willkommen zurück bei Let's Play Pokémon Crystal. Dieser Part ist leider wieder nachsynchronisiert, weil mein Camtasia wieder ein bisschen spackt. Ach ja, übrigens, sein Fumpy ist das niedlichste der ganzen Welt. Yippie, Fumpy, das Pokémon, was wir auch im Schiff gesehen haben. Oder? Nee, das war nicht im Schiff, oder? Ach, ist so genau, weiß ich es nicht mehr. Ja, es ist lange her, seit ich diesen Part wieder gemacht habe, oder seitdem ich den gemacht habe. Denn ich bin jetzt momentan aktuell bei Part 44. Und das ist Part, nee, 54 meine ich. Und jetzt bin ich bei, ja, das ist jetzt der 52., nee, 53. Part. Also ich habe ein Part ist quasi mehr gemacht, als eigentlich nötig. Und jetzt natürlich das Ganze nachsynchronisieren. Und wir rufen der jetzt an. Hi Gold, wie geht es dir? Ich habe beim Einkaufen ein nützliches Item gefunden. Und ich habe diesen dekorativen Item von deinem Geld gekauft. Es ist an deinem PC, es wird dir gefallen. Mann, nicht so schnell! Okay. Ach, übrigens, ich merke gerade, dass ich da Fraps offen habe. Moment, ich kann sie erschließen. Das ist ja nicht so schlimm. Ich kann sie nebenzu. Läuft es ja das ganze Spiel halt, ne, und so. Okay, der nächste Poké-Fan. Er hat ein. Boah, der hat einen Teleursa. Wer hätte es gedacht? Lauter Plüschtier-Pokémon. Na komm, hau mir den weg. Ganz harmlos. Mit Erdbeben. Na, ah, fast one kill. Unglaublich, dieses Teleursa hat überlebt. Respekt, Respekt. Hä? Ein Bär? Sicher? Na komm, machen wir es fertig. Sternschauer und weg damit. Und das war's schon. Level Up für Tornupto. Tornupto lernt gar keine neue Attacke. Schade, aber gut. Meinte die Ursa! Tja, Pech gehabt. So, gehen wir weiter. Nein, gehen wir zurück. Pokémon heilen. Ist zwar eigentlich völlig unnötig, weil unser Tornado gar keinen Schaden und so richtig bekommen hat. Halt nein, was mache ich denn jetzt? Ich dachte, du heilst jetzt deine Pokémon. Was machst du? Was? Was nimmst du denn jetzt für ein Item mit? Hilfe, ich kann mich nicht kontrollieren! Muss Item mitnehmen! Achso, da wollte ich schauen, welche Items die Mutter von mir eingekauft hat. Stimmt ja. Genau. Gut, gehen wir wieder zurück. Anscheinend hat die nur Müll gekauft. So wie immer eigentlich. Außer dem Mondstein. Der Mondstein, der war ja schon ganz nützlich, aber er war nicht ganz nützlich. Denn wir benutzen eh kein Pokémon, das sich entwickelt durch den Mondstein. So, ich glaube, hier gibt es gar keinen Trainer in dieser Route, kann das sein? Schauen wir mal noch genau nach. Nee, hier gibt es keine Trainer mehr. Unglaublich. Die Straße vom Kraftwerk bleibt gesperrt, bis das Problem gelöst wurde. Ja, hier kommt man nach Azuria City, wenn man durch diesen Tunnelpfad kommt. Tunnelpfad. Ja, schön. Azuria City, Orania City. Ja, den muss man benutzen in der gelben Edition, um von Azuria City nach Orania City zu kommen. Aber jetzt können wir momentan nicht durch, denn dieser Fettsack frisst gerade seinen Burger und lässt uns nicht durch. So, gehen wir stattdessen nach Safrona City. Sprechen wir noch schnell diesen Typen da an. Na, sprich den Typen an. Warum läufst du jetzt so wirr? Willkommen in Safrona City. Der Heimat des Magnetzuges. Das sagte ich schon sonst immer, aber der Magnetzug fährt momentan nicht. Die Stromzufuhr ist unterbrochen, weil es im Kraftwerk ein Problem gibt. Okay, betreten wir die Stadt. Ich glaube, Safrona City. Du bist von Jutia gekommen. Wenn der Magnetzug läuft, bist du ganz schnell wieder zu Hause. Was ich sagen wollte, Safrone City ist eine der größten Städte Kantos. Haus von Mr. Psycho. Gut, hier kriegen wir Psychokinese. Du wolltest es so. Okay, bringen wir Psychokinese einen Pokémon bei. Das kann ich speziell für die Verteidigung des Gegners sehen können. Ich schaue noch nach, welches Pokémon wir Psychokinese beibringen können. Deswegen schaue ich jetzt im Moveset nach. Moment.
Ich hab hier da rechts nebendran. Okay. Gehe ich mal da rein und dann. Psychokinese, genau. Psychokinese ein Pokémon beibringen. Ja, welches Pokémon wollen wir das denn jetzt beibringen? Wir haben hier Nachtara und wir haben Alpollo. Ich weiß nicht. Nachtara ist beizubringen wäre ganz gut, weil Nachtara hat nicht so starke Attacken momentan, aber der Spezialangriff von Nachtara ist nicht so besonders hoch. Sollten wir ihm Psychokinese beibringen oder vielleicht besser Alpollo? Aber wobei, Alpollo kann ja schon Traumfresser, ne? Das hat ja schon eine Psychoattacke drauf. Schwierig, schwierig. Schauen wir uns mal Alpollo an. Ja, Spukball, na, ja, ich weiß nicht. Okay, wie machen wir das jetzt? Egal, ich wähle jetzt einfach mal die Attacke aus und bring's irgendeinem Pokémon bei. Nix Schaufler, was machst du jetzt mit Schaufler? Komm, lass es mit dem Schaufler, ja? Vergangenheits-Kevin, der es gerade spielt und nicht merkt, dass der Sound unsynchron ist. Ja, ja, ja. Also, was machst du jetzt, ne? Ich weiß natürlich schon, welches Pokémon ich Psychokinese beibringe. Und zwar ist es... Nachtara oder Alpollo? Nachtara, Alpollo, weiß ich, wen wir denn... Ich nehme... Moment. Ich nehme Nachtara. So. Okay, wir verlernen mal... Was wollen wir denn verlernen? Sternschauer. Okay, jetzt kann Nachtara Psychokinese, das ist gut. Übrigens halte ich mich jetzt ab sofort nicht mehr ans Moveset, weil das Moveset ist für den Arsch. Habe ich gerade festgestellt beim Nachschauen. Natürlich nicht, aber... natürlich habe ich gerade nicht nachgeschaut, aber... der Vergangenheits-Kevin hat gerade nachgeschaut, ne? So, bringen wir Feuerolem noch Gyarados bei. Ich habe es vergessen, ihm noch beizubringen. Und zwar vergesse ich die Attacke Windrose. Natürlich sind die Attacken fast gleich stark, aber Feuerolem ist besser, weil es den Gegner paralysieren kann. Und bei Windrose besteht halt die Chance, dass der Gegner zurückschreckt, aber ich finde Feuerolem ist besser, weil es dadurch eine Chance hat, den Gegner zu paralysieren, wie ich es gerade gesagt habe. So, was machen wir jetzt? Ach, Eisenschweif haben wir auch noch. Schauen wir mal nach, welches Pokémon Eisenschweif kann. Nachtara. Und Tornupto. Tornupto kann ja eigentlich schon gute Attacken. Ich bin's mal nach Tara bei. Einfach mal so zur. Ja, damit es bessere Attacken einfach mal drauf hat, weil die schwachen Attacken, die kann man nicht mehr ansehen. Und ich verlerne die Attacke. Staffette möchte ich noch behalten. Sonnentag auch. Ich nehme immer Bodycheck weg. So, Nachtara Bodycheck vergessen und Nachtara lernt einen Eisenschweif. Okay, haben wir noch irgendwelche TMs, die wir unserem Pokémon beibringen können? Erholung vielleicht noch. Erholung. Ja, ich schau mal nach. Erholung wäre es vielleicht. Ich schau mal nach. Jedes Pokémon aus dem Ingenieur keine Erholung. Wobei, heben wir uns Erholung noch auf. Das passt eigentlich schon. Erholung können wir uns später auch noch. Nein, was machst du jetzt? Hör auf! Erholung ist böse! Was machst du jetzt mit Erholung bei Nachtara? Pfoten weg! Lass Nachtara in Ruhe! Nicht! Lass die Pfoten weg! Aus! Finger weg von Nachtara, ja? Nein, nicht die Staffette! Nicht den Sonnentag weg! Nein, weg! Ja, nein, weg, sage ich! Du sollst weggehen! Weg! Geh weg! Weg! Der will mich trollen, kann es sein? So, danke. Okay, beende mal das Menü. Du sollst das Menü beenden, was machst du denn jetzt? Nein! Jetzt schaust du dich Nachtara an. Nachtara, mysteriöses Pokémon, es trägt ein rosa Band. Was es gar nicht braucht, weil es keine normalen Attacken mehr drauf hat, aber egal. Daran denkt ja der Kevin nicht, genau. Ja, er verlässt lieber das Gebäude. Genau. So, und was macht er denn jetzt? Er spricht ein paar Leute an, oder? Nee, er läuft an die Leute vorbei. Hurra! Er geht stattdessen zu einer Frau hin. Das ist die berühmte Cisco Brillen für ihre Pokémon-Artikel. Team Rocket wollte diese wegen ihrer Waren für sich nutzen.
Ja, in der Game Edition hat Team Rocket damals die Silp Pro übernommen. Das ist das Bürogebäude. Schauen wir mal nach, was da drin ist. Willkommen, das ist das Bürogebäude der Silfco. Gut, schauen wir mal nach, was da drin ist. Nur das Personal hat Zutritt zu den oberen Geschossen. Aber da du nun mal hier bist, gebe ich dir dieses hübsche Souvenir. Ein Upgrade. Mit diesem Upgrade kann man Polygon zu Polygon 2 entwickeln. Wenn es das Item trägt und getauscht wird, entwickelt sich Polygon zu Polygon 2. Habe ich auch schon öfters gemacht, allerdings noch nie in der zweiten Generation, sondern hauptsächlich eher in der vierten und fünften Generation. Gut, schauen wir uns weiter die Stadt an. Irgendwie fällt mir auf, dass die meisten Gebäude gar keinen Eingang haben. Sehr merkwürdig. Hier lebt ein kleines Mädchen, das hervorragend Menschen nachahmt. Sie imitiert sogar Menschen, mit denen sie sich gerade unterhält. Das ist sehr verwirrend. Ja gut, dann werfen wir mal einen Blick bei dir vorbei. Meine Tochter macht gerne Menschen nach. Dieses Hobby hat ihr den Spitznamen Nachahmerin gebracht. eingebracht, meine ich. Meine Tochter ist sehr ich-bezogen. Sie hat nur wenige Freunde. Hi, Teurer! Teiri! So, was ist das? Was läuft in der Glotze? Aha, die Sendung, dies ist nur ein Fernsehgerät. Ach, die kenne ich. Die schaue ich auch ab und zu an. Ganz gut, die Sendung. Das ist ein seltenes Pokémon. Was? Es ist nur eine Puppe. Hi, magst du Pokémon? Nein, ich frage dich. Was? Du bist komisch. Das Nachahmen aufgeben? Aber das ist meine liebste Beschäftigung. Ja, schauen wir uns die Pokémon noch an. Hier ist ein Dodri. Spiegel, Spieglein an der Wand. Wer ist die schönste im ganzen Land? Das ist ein seltenes Pokémon. Was? Es ist nur eine Puppe. Mensch, immer diese Poképuppen, die trollen einen aber auch, ne? Hier ist nichts. Okay, gehen wir weiter nach links. Nach oben würde ich gern gehen. In Richtung Arena. Und was ist dort? Was ist das für ein Gebäude? Safrona City. Magnetzugbahnhof. Okay, werfen wir mal da einen Blick herein. Hey du, was geht ab? Der Magnetzug ist mit modernster Technik ausgestattet und erreicht durch die Nutzung von Elektrizität und Magneten unglaubliche Geschwindigkeit. Ohne Elektrizität allerdings... Ja, ist nichts. Ja, nutzvoll. Es tut mir leid, aber der Magnetzug ist im Moment nicht in Betrieb. Na, was ist denn das für ein Service? Ich geh mich beschweren. Ist ja fast so wie bei die Bahn. Unglaublich. So, was bist du für eine? Über unsere Stadt wurde mal im Radio berichtet. Es ist sehr schön, dass für deine Stadt geworben wird. Aber es ist auch ein bisschen peinlich. Wieso peinlich? Ich verstehe es nicht. So, hier geht's nach Azura City. Ja, schau mal, wer ist später vorbei. Hier ist eine Arena und hier ist die Arena von Safrona City. Werfen wir mal einen Blick in der Arena. Einen Blick. Der Karate-Meister, der Leiter der Karate-Dojo übt in einer Höhle in Johto. Den haben wir auch schon gesehen, im Kesselberg war das. Was ist das für ein Item? Ein Fokusband. Das verhindert einen One-Hit-Kill gegen eins unserer Pokémon. Schauen wir mal nach. Ja. Könnte K.O. verhindern. Tragen. Na ja, gut, eigentlich, ne? Da gibt es auch so eine Taktik, die kann man einem Ratzfatz geben, was die Attacke Notsituation kann. Und dann muss es Ratzfatz auch noch Ruckzuck beherrschen. Und ja, das ist eine gute Taktik, weil der Gegner greift dann das Ratzfatz an. Das Ratzfatz verliert dadurch alle KP außer 1. Und dann setzt Ratzfatz bei diesem Zug Notsituation ein. Und dann als nächste Attacke Ruckzuck. Und das Gegner spuckt man es down. Da, mit der Taktik kann man einen Reichwarz zum Beispiel one-hitten, was Level 100 hat. Und mit einem Ratzfatz kann man dadurch einen Reichwarz Level 100 killen, obwohl Ratzfatz nur Level 1 hat. Ich ging zur Pokémon Arena, weil ich unbedingt kämpfen wollte. Wenn sich herausstellte, bin ich ausgerechnet in der verlassenen Pokémon Arena gelandet. Mann, war mir das peinlich. Mann, euch ist aber auch alles peinlich, nicht wahr? So, hier ist ein Fettsack, der seinen Burger frisst. Das ist gut. Ich mag diesen Burger. Wie ich hörte, braut sich etwas im Kraftwerk zusammen.
Njem, njem. Hast du es noch weiter, dein Burger? Tut dir sicherlich ganz gut. Schauen wir mal im Markt vorbei. Aha. In Lavandier ist ein großer Radioturm. Echt, oder? Nee. Ich möchte noch stärker werden, aber das bin ich noch nicht. Kannst du mir zeigen, wie man stärker wird? Ja, du kannst als Praktikant bei mir anfangen. Willkommen, okay, was verkaufst du? Die üblichen Sachen und einen Blumenbrief, den niemand eigentlich braucht. Kurz, verlass mal den Markt. Was ist hier? Okay, hier geht's nichts vorbei, hier ist ein Zaun. Schade, dass er nicht über Zäune klettern kann, wäre ganz cool. In Fatane City gibt es ein Haus für Trainer. Dort treffen sich Trainer der ganzen Welt. Gut, was ist dort? Ach, da ist die Silfco, genau, da waren wir ja schon bereits. Gut, dann gehen wir zurück ins Pokémon Center. Heilen unsere Pokémon, aber die haben ja eh keinen Schaden bekommen, aber egal. Heilen wir die einfach mal trotzdem, bin ich halt gerade so gewohnt. So, das speed ich natürlich. Und ja, haben wir den schon angesprochen? Nee. Die Zentrale von der Silfco, verdammt, das ist viel zu schnell. Nicht so schnell. Mensch, Vergangenheitskevin, nicht so schnell durchscrollen. Wie sehen die Pokémon Center in Johto aus? Oh, sie unterscheiden sich kaum von denen in Kanto. Da kann ich also nach Johto gehen, ohne mich zu sorgen. Ja, man kann auch einfach Leute fragen, wenn man nicht weiß, ne? Ich bin gerade durch den Felstunnel gekommen. Ich habe mich einfach durch den Felstunnel durchgebissen. Da waren Gänge zum Kraftwerk, ja. Okay, dann gehen wir jetzt in die Arena und fordern Sabrina heraus, die Arenaleiterin von Saffrone City. Schauen wir noch schnell unsere Pokémon nach. Ja, ich sollte vielleicht nach Tara an erste Stelle setzen. Genau, mache ich einfach mal so. Und ja, dann gehen wir nach zur Arena. Puh, und momentan ist es sehr anstrengend, das nachzusynchronisieren, weil momentan alles so schnell läuft. Oh Gott. Saffrone City Pokémon Arena. Wer hätte es gedacht? Hey, Champion Spee, ein Trainer deines Kalibers braucht sicher keine Anweisung, wie mit Psycho-Pokémon umzugehen ist, nicht wahr? Ich erwarte Großes von dir. Viel Glück. Ja, schauen wir mal draußen nach, was da auf dem Schild steht. Pokémon Arena von Saffrone City, Leitung Sabrina, die Meisterin der Psycho-Pokémon. Gut, gehen wir wieder rein. So, hier sind so Teleporter, das ist auch in der Game-Edition so. Die Kraft all derer, die du besiegt hast, offenbart sich mir. Okay, eine Psychotante, wie auch in der Game-Edition. Wem überrascht es ja? Super Deutsch. Anastasia oder Anastasia. Scheiß drauf, wie man das ausspricht. Oh, und ich nutze den Kampf jetzt, um meinen Hals ein bisschen zu beruhigen. Wenn man schon einen Part vorher produziert hat und dann diesen Part noch nachsynchronisiert, dann kriegt man schon einen, ja, pappigen Hals, sag ich mal. Ah, fast ein One-Kill. Schade, schade, schade. Nein, Eisenschwall ist blockiert. Aber egal, dann greifen wir halt mit Psychokinese an. Ist zwar nicht sehr effektiv, aber was soll's. Es wird schon reichen. Oder auch nicht. Au, oh, dieser Kopfnuss tut weh. Okay, jetzt reicht's aber. Ein Psycho-Pokémon wurde von einer Psycho-Attacke gekillt. Das hatte ich eigentlich auch noch nie so richtig gehabt. So, jetzt kommt das nächste Pokémon. Hypno, die Entwicklung von Traumato. Was nehme ich denn da? Ich nehme mal Apollo mit Spukball vielleicht. Und mir fällt gerade auf, der Ingame-Sound läuft auch ein bisschen unsynchron. Mann, alles läuft hier unsynchron. Unglaublich. Na gut, dann eben Spukball. Nein, warum setzt die Hypnose ein? Ach so, ja, falls er Psychokinese einsetzt, genau. Sehr clever. Danke. Warum sage ich danke? So, jetzt der Spukball. So, okay. Oha, war nicht kill. Okay, den hätten wir auch erledigt. Oder die hätten wir erledigt. Stark, viel zu stark. Na, mach weiter. Mach weiter. Ich kann mich nicht kontrollieren. Ich kann gerade nicht weitermachen. Jetzt kann ich weitermachen. Genau. Gehen wir mal weiter. Oh Gott, wo kommen wir denn jetzt her? Hier nach oben vielleicht. Dann nach unten. Dann nach oben. Und da ist schon die nächste Verrückte.
Ich habe es deutlich vor mir. Ich kann in deine Seele blicken. Bist du so ein Psychopath oder so, der alles irgendwie sieht oder so? Ach, keine Ahnung. Beim ersten Aufnehmen habe ich das viel besser kommentiert, muss ich zugeben. Hier habe ich das ja schon einmal durchlebt und deswegen ist es auch ein bisschen langweilig für mich, das jetzt zu kommentieren, muss ich zugeben. Ja, deswegen ist es jetzt nicht so gut, wie als wenn ich es live kommentiere. Ja. Aber da müssen wir jetzt durch. Ich hoffe, es passiert mir nicht nochmal, dass ein Part unsynchron läuft. Ich sollte öfters nachschauen nach der auf die Aufnahme schauen, ob die synchron läuft. Dann passiert mir sowas, glaube ich, nicht mehr. Weil das haben wir jetzt schon zum zweiten Mal, dass ich ein Part nachsynchronisieren muss, ne? Weil das unsynchron läuft. Ich sollte mal schauen, woran das Problem liegt. Ich habe irgendwie schon eine Vermutung. Zwar liegt es vielleicht an den Pausen, die ich immer zwischen den Parts mache, dass dadurch der Sound irgendwie unsynchron wird, weil ich habe hier bei diesem Part häufig pausiert. Das könnte vielleicht der Grund gewesen sein. Allerdings habe ich vorhin eine kleine Aufnahme gemacht, die so 30 Sekunden gedauert hat. Die war extrem unsynchron, obwohl ich gar keine Pause gemacht habe. Also so in der Aufnahme zwischendurch, ne? Das war aber trotzdem unsynchron, also ich muss da mal schauen und experimentieren, was da los ist, weil wir müssen ja mit dem Let's Play fertig werden, wenn bis die Sommerferien fertig sind, und zwar bis zum 11. September müssen wir damit fertig werden mit dem Let's Play. So, Alpollo ist leider down von dem, ja, Lamus wurde hat das Alpollo leider gekillt. Überraschenderweise, okay, was nehme ich denn jetzt? Ich nehme mal Tornupto. Mit einer Erdbebenattacke. Lamus wird es kaum. Ne, Donnerschlag, scheiße. Oh Mann. Und tschüss, Lamus. Du lahmes Pokémon. Obwohl ich in dir gelesen hab. Was? Nein, war viel zu schnell. Oh. So laufen wir richtig rum. Ich habe keine Ahnung. Hast du vielleicht eine Ahnung? Woher kommt deine Kraft? Ja, die kommt von irgendwo. Von Red Bull. Mann, lauter Schleichwerbung hier. Die Bahn. Red Bull. Was kommt jetzt nächstes? Colgate? Oh, hier ist ein weiterer Trainer. Psychische Stärke ist die Kraft deiner Seele. Und mein Hals ist pappig. Ich muss was trinken, aber ich habe nichts dran. Und ich kann auch nicht die Aufnahme stoppen. Hurra! Kann die höchstens beenden, die Aufnahme. Da steht Aufnahme beenden. Aktuellen Frame erweitern. Aber was das heißt, weiß ich nicht. Ich weiß nicht mal, was ein Frame ist. Ah ja, stimmt. Das ist ja, ich glaube, so ein Video besteht ja aus mehreren Bildern, die in einer schnellen Reihenfolge abgespielt werden. Ne? Dann ist ein so ein Bildchen ein Frame, glaube ich. In einer Sekunde, genau. Okay, das hätte man erledigt. Deine Seele ist stärker als meine. Na, jetzt Blick nach rechts. Blick nach rechts. Blick nach rechts. Blick nach rechts. Bitte, bitte Blick nach rechts. Danke. Das Karate-Dojo nebenan war früher die Pokémon-Arena der Stadt. Okay, Rainier. Was hast du für Pokémon? Oh, Mr. Mime. Hallo, Mr. Mime. Wie geht's dir? Ihm geht es wahrscheinlich so Mr. Mime-mäßig. Mr. Mime-mäßig? Sagt man das so? Wahrscheinlich nicht, aber ich sag's jetzt einfach mal so. So, Eisenschweif. Ihr seht, Eisenschweif bringt sehr viel. Was? Er will gleich die Attacke nochmal sehen? Na, kannst du gerne haben. Bitteschön. Hier hast du eine Zugabe. Und tschüss, Mr. Mime. Gut, jetzt kommt Pokémon Nummer 2. Oh, wei. Pflanzen Psycho. Da nehme ich Tornupto. Wir können es damit leicht verbrennen. Mit Tornupto. Oh, wei wird es.
kaum schaffen. Also, Tornupto, Flammenrad. Und dieses Oval. Ja, brennt schön dann. Hoffe ich. Bitte, verbrennen! Verbrennen! Oder one hit kill, ist mir beides recht. Jawohl. Okay, was kommt als nächstes? Jetzt kommt ein weiteres Owei. Owei, Owei, was hat der für schwache Pokémon? Also gut, noch einmal Flammenrad. Und Ende im Gelände. So, Owei hätten wir geschlagen. Und auch diesen Trainer. Ich war leicht zu besiegen. Ja, das stimmt. Sehr leicht. Entwickel mal deine Oweis. Oh, wir laufen zurück. Verdammt, wir laufen zurück. Okay, gehen wir mal selber zurück, so. Ah, ich mag diese Teleporter. Oh, hier waren wir auch schon. Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Aber vielleicht soll ich das ja auch. Ja, ich schaue jetzt mal nach. Okay, den haben wir auch schon. Haben wir die schon besiegt? Ich glaube nicht. Schau nach links. Links! Links! Okay, die haben auch schon besiegt. Und so wären wir auch schon. Okay, dann heißt es, wir haben wahrscheinlich schon alle Trainer besiegt. Und wenn nicht, dann halt nicht. Das ist jetzt eigentlich auch nicht so schlimm. Verlassen wir jetzt die Arena und gehen zurück ins Pokémon Center und heilen schon unsere Pokémon. Und dann kämpfen wir gegen Sabrina, wie auch damals im Gelb-Let's Play. So, hier ist der Ausgang. Und ich glaube, das kann ich eigentlich speeden, oder? Ah, nee, ich fahre lieber mit dem Fahrrad. Den nutzen wir ja auch so selten, ne? La la la, ich fahre sehr gerne Fahrrad. So, heischen die Pokémon. Okay, das war's. Dann mit Speed zurück in die Arena. Gut, dann hier ab in die Teleporter. Oh, meine Stimme geht ja so kaputt. Oh Gott, meine Stimme. Oh. Okay, machen wir Sabrina ein zweites Mal fertig, wie damals im Gelb-Let's Play. Los geht's. Oh, ich hab eine Peitsche wie erotisch, okay. Aber. Ah, das ist aber, bevor was ich Schiss hatte in der TV-Serie, es hat Level 50, what the hell? Hm, also falls wir verlieren, habe ich irgendwie eine Taktik, wie wir gewinnen können. So, hier kommt die Weiterentwicklung von Abra, nämlich Kadabra. Was, Genesung? Checke jetzt nicht ganz, aber okay. Und BÄM! Auch kein Gegner, aber jetzt kommt der harte Brockenesser, jetzt kommt Simsala, oh mein Gott! Das ist wirklich ihr... ja, ihre Geheimwaffe. Ich versuch's mal mit einem Body Slam, aber ja, Simsala ist stärker. Oi, oi, oi. Relaxo, ich vertraue auf deine hohe Spezialverteidigung und auf deinen Body Slam. Jetzt kommt Genesung, oder? Gift X-Abwehr, juhu. Das war das... das war das... Nein. Wir hätten gewonnen, wenn... Hoffentlich setzt Simsala es nicht Genesung ein, weil das wäre schrecklich jetzt. Kann Pikachu Ruckzuck heben? Weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, die Attacke haben wir vergessen. Was hab ich getan? Ich probier's jetzt einfach mal. Ja, Pikachu kann doch noch Ruckzuck heben. Aber reicht es zum Kill? Reicht es zum Kill? Ja, es reicht zum Kill. Juhu. Oh, das war ja leichter, als ich dachte. Ich hatte echt Schiss vor dir. Jetzt, das hat mich erschüttert, aber verloren ist verloren. Ich muss gestehen, ich habe mich nicht allzu sehr angestrengt. Ich wusste, dass du kommen würdest. Vor 3 Jahren sah ich dich in einer Vision. Du willst meinen Orden haben. Ich habe keine Freude am Kämpfen, aber als Leiterin ist es meine Pflicht, all jenen einen Orden zu geben, die sich als würdig erwiesen haben. Da du es wünschst, werde ich dir meine psychischen Kräfte zeigen. Und los geht's! Zweiter Kampf gegen Sabrina. Okay, ihr erstes Pokémon. Upsiana, cool. Hallo Psiana. Entwicklung aus Evoli.
Na, dann passt's ja. Nach Tara gegen Psyana. Welches Pokémon wird wohl stärker sein? Ich greife an mit Eisenschweif. Nein! Oh Gott, das senkt unsere Genauigkeit. Verdammt! Oh, Eisenschweif trifft trotzdem, das ist gut. Hoffentlich zieht es auch eine Menge ab. Bitte, zieh viel ab. Ah! Okay, nochmal. Dieses Psyana greift uns eh nur mit Sandwirbel an. Ich hoffe, dieser nächste Eisenschweif trifft. Und auch dieser Eisenschweif trifft. Unglaublich. Ich hätte nicht gedacht, dass Eisenschweif so genau ist. Jawohl, Volltreffer, sehr schön. Ich hätte nicht gedacht, dass Eisenschweif so genau ist in dieser Edition. Ich dachte, die Attacke geht immer daneben, wenn wir die einsetzen. Und genau erreicht Level 50. So, ihr nächstes. Oh Gott, ihr stärkstes Pokémon, Simsala. Scheiße, was machen wir jetzt? Ich lasse meine Nachtara draußen. Oh je, was machen wir jetzt? Ich greife nochmal mit Eisenschweif. Ah, er setzt Reflektor ein, das senkt die Stärke von Eisenschweif, aber wir treffen eh nicht. Okay, also. Was haben wir denn? Haben wir vielleicht einen X-Treffer oder so? Nee, okay. Gehen wir mal nochmal zurück. Ja, ich muss mein Pokémon leider wechseln, mache ich sehr ungern. Ah, nein, ich wechsle besser. Und zwar nehme ich jetzt, ich nehme Woingenau und lass mich mal überraschen, was Woingenau so kann. Ah nee, jetzt da wollte ich, Nachtara austauschen, damit die Genauigkeit von Nachtara wieder auf voll ist, genau. So, jetzt tausche ich Woingenau wieder mit Nachtara aus. Damit die Genauigkeit von Nachtara wieder da ist und dass der Eisenschweif wieder trifft. Tja, Psychokinese funktioniert nicht gegen Unlicht Pokémon. So, oh Gott, sie verteidigt sich jetzt nur noch. Warum trifft der Eisenschweif jetzt trotzdem nicht? Na komm nochmal, ich gebe dir noch eine Chance nach Tara. Na, also geht doch. Gut, zieh nicht so viel ab, aber wir können ja seine Verteidigung senken, weil Eisenschweif senkt ja die Verteidigung, wenn die häufig benutzt wird. Gut, Eisenschweif Nummer 2, ich hoffe die Verteidigung sinkt jetzt von Simsala. So, okay, dann jetzt, nein! Genesung! Scheiße, habe ich ganz vergessen! Fuck! Oh Gott, die kann jetzt ihr Pokémon immer wieder heilen. Das ist das, was ich... Oh Gott, das habe ich völlig vergessen. Okay, dann funktioniert es nicht mit Eisenschweif, weil sie setzt sonst immer wieder Genesung ein und es funktioniert nicht auf Dauer. Oh Gott, soll ich Alpollo einsetzen? Ich probiere es mal. Wahrscheinlich setzt sie jetzt Psychokinese ein und Alpollo wird gewonnen hätte. Jede Wette. Na, doch nicht. Sie setzt doch Genesung ein, okay. Okay, dann greifen wir an mit Spukbomben. Ich hoffe, es wird ein One-Hit-Kill. Nein, sie ist schneller. Ah, scheiße. Ah, Simsala hat ja auch einen hohen Initiativwert. Fuck, das habe ich ganz vergessen. Okay, tschüss, Alpollo. War nett mit dir. Du hast tapfer gekämpft, aber für Simsala hat es nicht gereicht. Okay, was nehme ich jetzt? Spüre den Zorn von meinem Team. Alpollo ist gefallen, jetzt musst du dafür bezahlen. Oder auch nicht. Scheiße. Okay, Garados. Das steckst du weg. Jawohl. Surfer. Da ist Depp drauf, müsste 100 ungefähr abziehen. Außerdem trägst du das Item Zauberwasser, müsste also daher noch mehr abziehen. Zieht aber trotzdem so wenig ab. Fuck! Okay, nochmal, ich probier's mal mit Voll-Odem, um ihn irgendwie zu paralysieren. Na, das überlebst du, Oh, super, Garados! Und jetzt bitte Paralyse, wenn's geht. Bitte, Paralyse! Garados, nein! Ah, okay, ja. Das war's für Garados. Du hast tapfer gekämpft, mein Freund, aber auch gegen Simsala. Hast du keine Chance? Oh Gott, die Simsala ist stark. Im Vergleich zu Major Bob ist auch Sabrina viel stärker. Okay, ich nehme jetzt Tornado. Unser stärkstes Pokémon. Räche unsere Pokémon mit Erdbeben! Lasse ganz Afron der City beben! Haha, mit meinem Tornado solltest du die nicht anlegen. Vor allem nicht, wenn vorher zwei Pokémon gefallen sind. Das ist fatal. Da wird mein Tornado wütend. So, und nochmal Mr. Mime. Hallöchen. Okay, Tornado, versammle die Kraft, die du hast. Und greif an mit Erdbeben. Los! Boah. Also unser Tornado ist ohne Zweifel unser stärkstes Pokémon, was wir gerade haben. Und nochmal, Erdbeben. Erdbeben, nicht Donnerschlag. Pfoten weg von Donner...
Schlag. Hättest du Erdbeben eingesetzt, wäre es gesetzt gewesen. Aber nein, ich muss Donnerschlag einsetzen, weil die Attacke zu cool ist. Also gut, wir enden mit Sternschauer. Und tschüss, Pantimos. Deine Stärke übertrifft meine Vorahnungen bei weitem. Vielleicht ist es nicht möglich, alles vorherzusagen, was die Zukunft bringt. Gut, da hast du dir den Sumpforden verdient. Und dann hätten wir jetzt den Sumpforden. Was ich eigentlich viel, scheiße. Obwohl ich nicht in der Lage war, deine Stärke vorauszusehen, weiß ich das genau. Sicher, du wirst ein gefeierter und beliebter Champ werden. Übrigens finde ich es unnötig, dass diese Arena den Sumpforden bekommt, und obwohl sie eine Psycho-Arena ist, da wäre der Seelenorden viel besser. Aber der Fall ist, es gibt ja hier noch eine Giftarena, und ausgerechnet die Giftarena bekommt den Seelenorden. Und diese Arena bekommt den Sumpforden. Da wäre es doch besser, wenn man die Orden tauschen würde, dass diese Arena den Seelenorden bekommen würde und die Giftarena den Sumpforden. Das würde viel besser passen als umgekehrt. Naja gut, dann beenden wir den Part. Ich gehe noch zunächst ins Pokémon Center. Und dann machen wir uns auf den Weg im nächsten Part, was ich schon gemacht habe, in Real Life, nach Dukatia City. Der Part ist übrigens nicht nachsynchronisiert, der nächste Part. Ist aber ein bisschen unsynchron, der nächste Part. Also sorry schon mal im Voraus. Aber das geht schon. So unsynchron ist er auch nicht. Nur gegen Ende des der Part ist nur am Ende ein bisschen unsynchron. Okay, dann bis zum nächsten Part. Ciao, Leute!